Heute koche ich ein Rotbarbfilet mit Polenta-Brot. Dafür brauche ich zwei Rotbarbfilet. Die nehme ich auf der Arbeitsfläche. Erstmal prüfen, dass die Schuppen entfernt sind und dass es keine Gräten übrig sind. Die werden kurz plattiert, um eine flache Fläche zu bekommen auf dem Fisch. Nicht zu doll drücken, sonst wäre dem Filet einfach zerstört und man könnte das nicht mehr braten. Das zweite Schritt habe ich dafür ligurische Oliven, ein bisschen Schalotten. Ich ziseliere die Schalotten. Das benötigen wir nachher für die Polenta. Die Oliven werden einfach grob gehackt, um die Füllung von unserer Rotbarb zu machen. Also für ein Sandwich Rotbarb benötigen wir ungefähr 8 Oliven. Dazu für diese Rotbarbfilet brauche ich auch eine Zitrone. Davon werde ich nur die Hälfte benutzen, weil sonst wäre dem Fisch viel zu sauer. Also das würde einfach beeinträchtigen den Geschmack von dem Rotbarb. Ich mache einfach ein paar Filets. Okay, das würde reichen. Dann hochgeschnitten mit die Oliven dazu. Dazu ein paar Basilikumblätter, fein ziseliert. Ein kleines wenig Semmelbrösel dazu, um dass die Masse sich erhält in den Fischfilet rein. So, jetzt nehme ich die zwei Rotbarbfilet. Ich würze die kurz mal mit Salz und Pfeffer auf beide Seiten. Und ich mache diese Füllung einfach rein. Ein bisschen plattieren, dass es hält. Und zuklappen. Das wäre unser Sandwich von der Rotbarb. Ich werde anfangen, den Polenta zu vorbereiten und den Fischfilet leicht zu garen. Also es ist wichtig, dass eigentlich dem Rotbarbfilet nicht zu schnell gebraten wird, dass er eigentlich langsam gart und nicht sofort diese Filet durchzuquetschen und dass er hochkippt. In diesen Topf mache ich unsere gehackte Schalotten rein, ein Knoblauchzehe rein, ein bisschen Thymian zum Einschwenken. Hier mache ich Geflügelbrühe rein, muss nur kurz erhitzt werden, wenig würzen. Hier, wie Sie sehen, dem Rotbarb fängt an zu brutzeln. Es dauert ungefähr 5-6 Minuten. Auf eine Seite 3-4 Minuten und dann nochmal umdrehen. Soll goldbraun werden. So, dafür benutze ich eine feine Polenta. Es gibt auch die grobe Polenta zu kaufen, aber die ist nicht dafür geeignet. Kurz mal verrühren, bis das es andickt. Dazu mache ich ein kleines Nussbutter und ein wenig Parmesan. Das wäre unser Einsatz für dieses Polenta-Brot. Für dieses Polenta-Brot brauche ich zwei Scheiben Toastbrot. Ich entferne die Rinde, nehme ich eine Palette und bestreiche ich das Brot mit dem Polenta. Nehme ich die zweite Hälfte, lasse ich das drauf und dann wird diese
Polenta-Brot einfach in die Pfanne mit heißem Öl eingebraten. Und das dauert auf beide Seiten ungefähr 3-4 Minuten, bis das goldbraun auf beide Seiten ist. Unsere Pfanne ist heiß. Sie brauchen nicht unbedingt eine Anti-Arc-Pfanne zu benutzen dafür, weil dem Toastbrot eigentlich klebt. Und jetzt richten wir unser Gericht, diese Rotbab-Sandwich mit dem Polenta-Brot. So, wie Sie sehen, das ist nicht ganz durchgegart, es ist leicht rosa, leicht klassisch. Und das ist genau auf dem Punkt. Et voilà, das war unser Rotbarbfilet mit Polenta Brot. Viel Spaß beim Nachkochen. Bon Appetit. Ja, Laurent Leblanc. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.